Viele Patienten leiden unter der Neigung zu geplatzten Äderchen und kommen mit dem Wunsch zu uns, diese entfernen zu lassen. Geplatzte Äderchen können entweder im Gesicht auftreten als sogenannte Teleangiektasien. Es können aber auch Besenreiser sein, entweder im Dekolleté, am Rücken oder an den Beinen. Und schließlich gibt es auch die sogenannten Blutschwämmchen. Das sind so kleine rote Knötchen, die vorzugsweise im Dekolleté zu finden sind, aber auch am ganzen Körper auftreten können. Hier geht es um die Behandlung dieses sogenannten Spider-Nevus, ein geplatztes Zentralgefäß und kleine spinnenförmige Ausläufer drumherum und diese zwei kleineren geplatzten Äderchen hier. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man diese Äderchen behandeln kann. Und das einfachste Verfahren ist die Behandlung mit dem sogenannten Gefäßlaser. Der Eingriff selber war fast entspannend, denn er dauerte wenige Minuten und es war lediglich ein leichtes Nadelzucken zu spüren, aber das war eben auch nur auf die Stelle des Eingriffs begrenzt, sodass im Grunde keine wirklichen Schmerzen auftraten. Der Heilungsprozess verlief sehr schnell und innerhalb weniger Tage sah man quasi nichts mehr von den Blutschwämmchen. Ich kann den Eingriff persönlich sehr weiterempfehlen, denn ja, es geht schnell, die Erfolgswahrscheinlichkeiten sind sehr groß, würde ich denken, die Risiken sehr klein und deswegen, genau, und das Ergebnis ist eigentlich dann sehr gut und genau, wie man sich das vorstellt.